Das US-Abgeordnetenhaus hat heute nach dem Deal zwischen Biden und McCarthy zugestimmt. Jetzt fehlt noch die Zustimmung im Senat. Heute wahrscheinlich morgen, vielleicht aber auch erst am Wochenende wird es zu dieser Abstimmung im Senat kommen. Wie reagieren jetzt Nasdaq und DAX? Gestern hatten wir ja ein Minus vor dem Komma. Wir wollen uns die aktuelle Lage mal anschauen. Hier zunächst dieser Schuldendeal mit 314 zu 117, ziemlich eindeutig im US-Abgeordnetenhaus. Hannes Zipfel verweist darauf, dass im Senat dann allerdings 60 von 100 Stimmen notwendig sind. Und da gibt es das Problem im Senat, dass es einen sogenannten Filibuster gibt. Das heißt, da kann jemand mit einer Dauerrede oder einer Androhung einer Dauerrede eine Beschlussfassung verhindern, kann also das Ganze herauszögern. Am Montag ist ja das Geld alle, hatte Janet Yellen gesagt, am 5. Juni, dass dieser Deal durchging, vor allem ein Vorabdeal, der hier gemacht wurde, nämlich praktisch dass man sich auf die Prozedur einigt. Das war nur durch die Zustimmung von Demokraten möglich, das wäre sonst gescheitert. Und diese Zustimmung haben sowohl McCarthy als auch der Demokrat Jeffries praktisch offenkundig durch bestimmte Hinterzimmerdeals erkauft. Da hat man Kompromisse gemacht, da hat man gesagt, du kriegst dann das, wahrscheinlich für dein Bundesland und so weiter. Also schmutzige Politik, aber sei es drum, wir haben jetzt also zunächst mal im Abgeordnetenhaus dieses Durchwinken. Wenn wir uns die ganze Geschichte mal sachlich anschauen, dann vergleicht das hier dieser Tweet mit jemand, der kurz vor der Pleite ist, weil seine Kreditkartenschulden explodiert sind und der praktisch kurz vor der Insolvenz steht. Jetzt sagt der Kreditgeber, naja, okay, wenn du jetzt die nächsten zwei Jahre ein bisschen einsparst, also sagen wir mal so 20 Euro im Monat, dann kannst du weiter diese Kreditlinie ausweiten und ab 2025 hast du deinen unbegrenzten Dispo, so könnte man das vielleicht übersetzen. Das bringt die Dinge, glaube ich, ziemlich genau auf den Punkt. Und wenn dieser Schuldendeal kommt, dann ist die entscheidende Frage, was passiert mit den Märkten? Und das ist eine Liquiditätsfrage, ich hatte das gestern schon gezeigt. Wenn diese ganze Geschichte zu 80%, nämlich die Auffüllung des Kontos von Janet Yellen, zu 80% aus den US-Bankreserven passiert, dann würde Liquidität aus den Märkten abgezogen. Das wäre negative Risk Assets. Negativ ist ja auch, dass die Zinsen deutlich gestiegen sind und die Fed Quantitative Tightening, also Bilanzreduzierung betreibt. Nur hat das vor allem die Nasdaq-Aktien nicht interessiert. Jetzt hatten wir gestern ja die US-Jobs-Daten, also die offenen Stellen, viel besser als erwartet, auch der Vormonat nach oben revidiert. Und da lag dann die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung bereits im Juni, also bei der kommenden Sitzung, bei 72%. Und eigentlich war doch die gesamte Rallye aufgebaut auf der Hoffnung auf Zinssenkung. Die sind weit und breit nicht zu sehen. Es geht jetzt um die Frage, um wie viel werden die Zinsen noch steigen oder werden sie nicht mehr steigen. Aber es geht nicht um die Frage derzeit, dass sie bald fallen könnte. Das haben viele Fed-Speaker auch klar gemacht. Barkin etwa, keine Pause, bin nach wie vor besorgt, Inflation zu hoch, Mester. Wir sind noch nicht fertig mit den Zinsanhebungen. Collins, Inflation einfach noch zu hoch. Dann aber am späten Abend zwei Fed-Speaker, nämlich Jefferson und Harke, die gesagt haben, okay, wir sollten jetzt erstmal eine Pause machen. Das hat dann die Aktienmärkte gestern der Wall Street nochmal ein bisschen beflügelt und die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass die Fed eine Pause macht, die Zinsen nicht anhebt, ist jetzt deutlich gestiegen auf 64%, während die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed dann doch die Zinsen im Juni anhebt, auf 36% gefallen ist, also von 72% auf 36% wegen diesen beiden Fed-Speakern. Naja, wir werden sehen, die Mehrheit, oder was ist die Mehrheit, das ist noch unklar. Also es könnte eine enge Geschichte werden. Morgen haben wir die Arbeitsmarktdaten am, glaube ich, 13. Juni, dann vor der Fed-Sitzung nochmal die Inflationsdaten, die aktuellen CPI-Daten. Das könnte dann die Entscheidung wahrscheinlich beeinflussen. Heute haben wir schon eine Vorausschau auf die morgigen großen Arbeitsmarktdaten, nämlich ADP-Beschäftigungsindex. Der dürfte schwächer ausfallen, nachdem er im Vormonat ja sehr stark war mit knapp 300.000 Stellen, heute 170.000 erwartet. Wir sehen, dass vielleicht der Lohndruck auch sich ein bisschen
abgeschwächt hat. Aber insgesamt gehen die Märkte doch davon aus, dass wenn nicht im Juni, dann die Fed im Juli nochmal die Zinsen anhebt. Heute wichtig auch die der Einkaufsmanager-Index ISM für das verarbeitenden Gewerbe. Und das Gewerbe, die Industrie ist ja schwach derzeit. Der Dienstleistungssektor ist stark, der produziert die Inflation. Die Industrie ist in einer Rezession und produziert eigentlich schon Deflation. Wir sehen hier, erwartet wird der Index bei 47,0. Alles unter 50 ist ja Schrumpfung. Zu achten wird auch sein auf die Preise, denn die sind das Einzige, was derzeit praktisch noch wächst. Das haben wir gestern auch beim Chicago Einkaufsmanager Index gesehen, der ja so miserabel schwach war. Und wenn wir uns insgesamt mal den City Economic Surprise Index für die Welt anschauen, also die Abweichung von der Erwartung positiv, negativ, dann sehen wir, dass wir hier deutlich nach unten gehen, global gesehen. Und das Kupfer, das ja praktisch sehr konjunktursensitiv ist, das schon ein Stück weit antizipiert hat. Das heißt, wir sehen eine globale Abschwächung der Wirtschaft, wenn man so will, gleichzeitig eben noch keine Zinssenkung in Sicht, sondern die Frage, die EZB dürfte die Zinsen weiter anheben, die Fed wahrscheinlich, nicht 100% sicher, aber eben wahrscheinlich. Und jetzt kommen wir mal auf das, was im Mai passiert ist. Dann sehen wir hier etwa Microsoft 9%, Google stark im Plus, Nvidia zweistellig im Plus, Apple 5% im Plus. Wenn wir uns mal die Indizes anschauen, dann sehen wir der S&P 500, der Leitindex, eigentlich unverändert, plus 0,25%. IWM, also Russell 2000, Nebenwerte knapp 1% im Minus, Dow Jones 3,5% im Minus, NYSE, also alle Aktien, die in New York gehandelt werden, 4,2% im Minus, Bankenindex 6,3% im Minus, auch gestern übrigens ziemlich deutlich im Minus, war noch keine Schlagzeile wert. Wir sehen also, der Nasdaq, der hier praktisch mit einer Outperformance hier startet, mit über 7% ist der Index, der hier richtig im Mai geknallt hat. Wir sehen vor allem Apple, Microsoft und Nvidia sind bepreist zur Perfektion. Hier sehen wir mal, die Forward Price Earnings Relation ist in den obersten Perzentilen. Alleine Nvidia 36% in diesem Mai, AMD 32%. Und dann sehen wir C3 AI oder C3 AI. Mit 125% im Plus, also auch eine KI-Aktie, die aber gestern nachbörslich dann plumps nach unten, nachdem der Sales Outlook, also praktisch die Prognose für den Umsatz sehr, sehr schwach war, wird das so ein bisschen dieses KI-Fieber dämpfen. Wir werden sehen, jedenfalls sehen wir, Goldman Sachs hat so einen High Retail Sentiment Index, also da wo, oder ein Index von Aktien, die besonders bei diesen Privatinvestoren en vogue sind, diese KI-Aktien zum Beispiel. Das Ganze erinnert an den Krypto-Boom in Corona-Zeiten, als ja die Fed allerdings die Zinsen auf Null gesenkt hatte und andere Notenbanken, während jetzt ja die Zinsen über 5% sind. Und wir haben jetzt ein Rekordtief erreicht zwischen Tech und der Durchschnittsaktie in den USA. Wir sehen auch 8 von 11 Sektoren im S&P 500 sind unter ihrem 50-Tages-Durchschnitt. 6 von 11 Sektoren sind überverkauft. Tech allerdings ist 10% über seinem 50-Tages-Durchschnitt und 33% im Minus. Hier sehen wir nochmal die Tech-Performance, Outperformance. So stark wie seit der Dotcom-Blase nicht mehr. Damals war das noch radikaler. Aber es ist eben die größte Outperformance, wie gesagt, seit der Dotcom-Blase und das bei Zinsen von über 5%. Derzeit verprügelt werden vor allem diese Small Caps, die etwa im Russell 2000 der Fall sind. Hier sagt Alexander Vogt, wenn ich eins gelernt habe, dann, dass je länger der Zeithorizont ist, man umso mehr auf solche Relationen schauen sollte. Das heißt, Small Caps gegenüber großen Tech-Aktien sind vergleichsweise günstig. Das kann noch Monate so weitergehen. Das ist jetzt sicherlich keine Empfehlung, hier sofort aktiv zu werden. Aber perspektivisch ist das eben eine Geschichte, die vielleicht mal überlegenswert ist, zumal der Nasdaq zu den Small Caps jetzt auf einem neuen Allzeithoch ist. Und man hört immer wieder, wie Alexander Vogt weiter sagt, dass im Jahr 2000 ja viele große Tech-Konzerne auch kein Geld verdient haben, sondern nur Internet gesagt haben. Und während jetzt eben eine Apple und so weiter, Microsoft ja durchaus Geld verdienen,
gar keine Frage, aber da ist schon so unglaublich viel an Bewertung drin, dass eben die Frage ist, was muss da an Geschäft noch dazukommen, um das überhaupt zu rechtfertigen? Ziemlich viel. Und dementsprechend werden wir wahrscheinlich eine Reversion to the Mean haben, also eine Rückkehr zu Durchschnitten. Wenn wir Extreme sehen, neigen diese Extreme dann sogar vielleicht ins andere Extrem zu kippen. Das hatten wir dann im Jahr 2022, Tech 2021, Hurra, Tech 2022, Bäh, 2023 wieder Hurra und dann wahrscheinlich irgendwann wieder bei. Hier sehen wir den S&P 500, der weiter gestiegen ist, während die Aktien über der 30-Tage-Linie und 200-Tages-Linie immer weiter gefallen sind. Das heißt, der Breadth, die Marktbreite wurde immer schlechter. Es waren nur die wenigen US-Tech-Aktien, die das Ganze gehalten haben. Und hier sehen wir auch diese seltsame Divergenz zwischen dem Nasdaq, der so stark gelaufen ist, und etwa Rohstoffen und etwa der Zinskurve und etwa dem Dollar, der ja immer stärker geworden ist. Normal passt das nicht zusammen. Das ist wirklich ein bisschen skurril und wir haben vorhin schon gesehen, die Konjunkturdaten weltweit jetzt nicht so richtig berauschend. Auch die Kreditvergabe in den USA wird immer strenger. Das haben wir gestern dann im Beige-Book nochmal gesehen. Da heißt es, dass die Konditionen im Finanzsektor sich weiter verschlechtert haben, weil eben die Standards für die Kreditvergabe weiter strenger geworden sind und die Nachfrage nach Krediten nachgelassen hat. Also das deutet auf eine Rezession. Schauen wir uns mal die Stimmungslage noch an bei den Investoren. Investors Intelligence, das sind die Börsenbriefe. Da haben wir jetzt nur noch 23,3% Bären. Das ist der geringste Stand seit dem Allzeithoch im Januar 2021. Oder war es das Allzeithoch? Weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, da war alles noch richtig schick. Also sehr wenige Bären. Bei der AAII-Umfrage, also dieser anderen Umfrage unter Privatinvestoren, sehen wir, dass die Bären nach wie vor das größte Camp stellen, aber nur knapp vor den Unentschlossenen und die Bullen immer mehr zunehmen wieder. Also es ist eine seltsame Stimmungslage und schauen wir uns mal das Jahr 2022 an. Damals war Energie der große interessante Play, während Technology, Consumer Discretionary, also das, was jetzt gut gelaufen ist, nicht gut läuft. Hier unten sehen wir 2023 Technology so überkauft, dass es schon Booms macht, während Energie zum Beispiel ganz schwach ist oder auch Healthcare ziemlich schwach oder auch Consumer Staples, also diese defensiven Sektoren, nicht wirklich gut gelaufen sind. Kommen wir nochmal zur Konjunktur heute. Nachdem der offizielle Einkaufsmanager-Index aus China gestern Nacht ja so stark enttäuscht hatte, ein bisschen besserer Kaixin-Einkaufsmanager-Index mit 50,9 statt 49,5 erwartet. Output increases, new businesses picks up, aber Employment-Index, also die Beschäftigung, niedrigster Stand seit Februar 2022, kommen wir nach Deutschland. Hier sehen wir die Einzelhandelsumsätze wieder schwach. Das geht zurück, die Inflation fordert ihren Tribut, dann haben die Leute natürlich Angst, welche Kosten kommen auf mich zu wegen Heizung, wegen der grünen Utopie, die unbedingt jetzt umgesetzt werden muss, sonst geht die Welt unter. Dabei hätten wir die Atomkraftwerke nur 3 Jahre weiterlaufen lassen müssen, dann hätten wir alle Effekte, die durch die Wärmepumpe positiv sich auf das CO2 auswirken, locker kompensiert. Interessiert aber keinen. Wir sehen das Geschäftsklima in der Chemiebranche eben aufgrund auch der hohen Stromkosten wieder schlechter geworden nach einer zwischenzeitlichen Erholung. Und vorhin hatte ich schon angedeutet, die Deutsche Bank bereitet sich jetzt schon auf massive Kredite vor, die sie Menschen geben wird, die ihre Heizung ausbauen, einbauen, eine neue einbauen müssen. Schauen Sie sich das mal an. Da ist für viele wirklich jetzt eine schwierige Zukunft. Mir erzählen immer mehr Leute, die aus dem Einzelhandel kommen. Viele Kunden verschieben größere Investitionen, weil sie sagen, ich weiß nicht, was da auf uns zukommen wird, was kommt auf den DAX zu, Hochspannung. Eine wichtige Entscheidung steht an. Das ist die zweite Empfehlung heute. Und die dritte und letzte, meine Damen und Herren, Nasdaq im Gegenwind. Nasdaq nennt guten Grund, nämlich die Long Futures, die auf 3-Jahres-Hoch sind. Wir werden sehen, also diese drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.